Ich möchte Ihnen zeigen, wie einfach die integrierten Sicherheitsfunktionen im Synemix G120 in Betrieb genommen werden können. Dazu haben wir hier unseren Demo-Koffer mit der CO240E 2PNF, dem Leistungsteil PM340 und einem 1LA7-Motor. Der Ausgangszustand am Koffer ist folgender: Der Digitaleingang 1 schaltet den Motor ein. Und wir können über den Analogeingang die Drehzahl des Motors verändern. Die Sicherheitseingänge am Koffer haben keine Auswirkung auf die Drehzahl oder die Funktionalität des Motors. Genau diese Sicherheitseingänge wollen wir nun verwenden, um die Sicherheitsfunktionen im Antrieb anzusteuern. Exemplarisch nehmen wir hierfür die Funktionalität SS1, Safe Stop 1, mit der wir den Motor schnell anhalten und danach sicher abschalten können mit der Funktionalität STO, Safe Torque Off. Dazu gehe ich in das Engineering Starter und bin bereits online auf der CO240. Unter Funktionen Safety Integrated kann man die Sicherheitsfunktionen im Antrieb einstellen und verändern. Ich wähle die erweiterten Funktionen über Klemmen aus. SS1 ist eine erweiterte Funktion. Bei Synemix G120 ist nur STO eine Basisfunktion. Bei den Einstellungen für die Eingänge weise ich der Sicherheitsfunktion den entsprechenden Eingang zu. Wir wollen SS1 verwenden und weise der Funktionalität den FDI2 zu. Alle anderen Funktionen wollen wir nicht verwenden. Deshalb schalte ich diese statisch inaktiv. Nun müssen wir noch eine Einstellung fürs Getriebe vornehmen. Da wir hier eine geberlose Sicherheitsfunktion haben, müssen wir die Polpartzahl noch in die Getriebeübersetzung mit eingeben. Bei den Einstellungen für SS1 geben wir ein, welche Rampe überwacht werden soll. Das wird normalerweise so eingestellt, wie auch aus 3 eingestellt ist. Das heißt, ich ändere die Überwachungszeit auf 0,5 Sekunden. Nun gebe ich die Sicherheitsfunktionen noch frei und kopiere die Parameter. Da wir hier Sicherheitseinstellungen machen, sind die Parameter im Antrieb alle doppelt vorhanden und mit dem Kopiervorgang werden diese Daten eben auf die zweiten Parameter geschrieben. Danach kann ich die Einstellungen aktivieren. Es ist immer ein Passwort erforderlich für die Eingabe der Sicherheitsfunktion. Das Standardpasswort ist 0 und wir ändern das hier in diesem Fall mal nicht. An der Anlage würde man das natürlich ändern. Dann wird abgefragt, ob REM nach ROM kopiert werden soll. Das ist immer erforderlich, da nach dem Ändern der Sicherheitsfunktion der Antrieb ausgeschaltet werden muss. Mit REM nach ROM werden die Daten ausfallsicher gespeichert. Gut. Dann gehe ich offline und schalte den Antrieb aus und wieder ein. Ist der Umrichter hochgefahren, können wir versuchen, den Motor einzuschalten. Aber das funktioniert natürlich nicht, weil der Sicherheitseingang für SS1 nicht aktiv ist. Das heißt, wir aktivieren den Eingang und können dann auch wieder einschalten und den Motor verfahren. Wenn wir den Eingang nun wegnehmen, hält der Motor sofort an und wird abgeschalten. Das war die Aktivierung der Sicherheitsfunktion SS1 im Antrieb. So schnell geht's.